Wir sind hier auf Schloss Mansfeld, einem alten Platz, wo schon die Mansfelder Grafen vor 1000 Jahren gelebt haben und wo heute christliche Jugendbildungsarbeit stattfindet. Wir haben 26 Zimmer bei 96 Schlafmöglichkeiten, Jugendherberge charaktermäßig ausgestattete Zimmer. Aber jedes Zimmer hat eine Dusche, ein Waschbecken. Und wir haben 5 behindertgerechte Zimmer, dass wir auch Rollstuhlfahrer beherbergen können. Das Schloss Mansfeld, das war der Hauptsitz der Grafen von Mansfeld. Die Grafen von Mansfeld war eines der bedeutendsten Grafengeschlechter, die es hier gab. Luther hat seine ganze Kindheit und Schulzeit in Mansfeld verbracht, 13,5 Jahre. Und dadurch ist er auch mit den Grafen näher gekommen. Aber sehr oft mit dem Graf Albrecht VII. Von Schloss Hinterort. Wir würden heute sagen, die hatten eine freundschaftliche Beziehung. War hier im Mittelalter ganz anders, etwas her, war dritte Form und sie. Da war er sehr oft zu Besuch. Und wir wissen, er hat nachweislich zweimal in dieser Kirche, unserer wunderschönen Schlosskirche, gepredigt. Die christliche Jugendarbeit beinhaltet Programme, die wir selber bzw. in Kooperation mit anderen Trägern anbieten. Und beinhaltet auch Platz für alle anderen Arten von Jugendarbeit, also von Klassenfahrt über Freizeit. Außerdem machen wir im Zusammenhang mit dem CVM-Landesverband die Juleika, also die Jugendleiterausbildung. Die findet alljährlich in den Herbstferien statt. Wir bieten Kistenklettern und Abseilen an. Also Abseilen hier an der Schlossmauer, da geht es dann 13 Meter runter. Und dort wird natürlich doppelt gesichert. Können Jugendliche sich selber abseilen, aber werden dabei auch noch gehalten. Wir haben einen Volleyballplatz, wir haben eine Wiese, wo man Fußball spielen kann. Und wir haben Tischtennisplatte draußen, Tischtennisplatte, Kicker, Billard im Keller. Das pädagogische Ziel ist, die Kooperationsmöglichkeiten einer Gruppe zu erweitern, dass sie lernen, wie sie besser miteinander umgehen können und einander unterstützen. Durch Teamübungen, wo auch immer wieder Reflexionen stattfinden und wo auch zum Beispiel Problemfälle mal angesprochen werden und Verbesserungsmöglichkeiten diskutiert werden. Confi Castle ist ein Angebot für Kirchengemeinden, die mit ihren Pfarrern, Gemeindepädagogen und den dazugehörigen Konfirmanden hierher kommen und dann für 3,5 Tage ein erlebnisorientiertes und missionarisches Programm erleben. Das heißt, es gibt Themeneinheiten, wo auf jugendgemäße Art und Weise Inhalte aus der Bibel nahegebracht werden. Es gibt ein Geländespiel. Es gibt viel Zeit, um miteinander Gemeinschaft zu haben, neue Leute kennenzulernen. Und es gibt ein besonderes Programm mit einem Kleinkünstler, also das ist Mr. Joy in vielen Fällen, der jongliert und erzählt dazu Geschichten und nimmt auch Jugendliche mit ins Programm hinein. Wir bieten den Raum für, natürlich auch für die Mansfelder, sich hier oben zu erholen. Wir haben ein Café, wo viele Mansfelder immer wieder gerne zu Gast sind. Und wir machen 1 bis 2 Mal im Jahr Festlichkeiten. Das ist zum einen der Weihnachtsmarkt und zum anderen ein Frühlingsfest. Im Café ist die Dauerausstellung mit der Geschichte Schloss Mansfeld, der Grafen von Mansfeld, die Nachfolger von den Grafen von Mansfeld, bis 1945 dargestellt. Das Besondere in unserem Café ist das Selbstgemachte, die Qualität und die Frische. Das wird alles von uns hergestellt in der Küche. Es ist an und für sich, außer die Getränke in der Flasche und Eis, das ist das Einzige, was dazu gekauft wird. Das andere wird alles hier von unserem Team im Schloss Mansfeld hergestellt. Wir haben vor 11 Jahren schon eine Hackschnitzelheizung eingebaut, wo wir ja auch von einem Lieferanten aus dem Ort beliefert werden mit Holz, was hier in der Nähe gewachsen ist. Und dadurch tun wir Öl sparen. Der große Mehrwert des Schlosses Mansfeld ist, dass man Vergangenheit erleben kann in einem modernen Ambiente. Für Mansfeld sind wir auf alle Fälle ein Aushängeschild, weil wir ganz einfach auch dementsprechend hoch, 60 Meter von der Stadt hoch
auf dem Berg liegen und für die Region ganz einfach, angefangen von der Geschichte mit Luther bis hin heute die christliche Jugend der Berge, ist für Mansfeld der Aushängeschild.